Das britische Impfprogramm schreitet rapide voran. Mehr als 20 Millionen Menschen haben in Großbritannien eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten, etwa 30% der Gesamtbevölkerung. Doch es gibt innerhalb einiger ethnischer Gruppen Bedenken gegen die Impfungen. In dem Londoner Vorort Walthamstow wollen sich nur 36% der schwarzen Bewohner impfen lassen. Es gibt in bestimmten Gruppen aus vielen Gründen Impfgegner. Bei manchen gab es in ihren Herkunftsländern in der Vergangenheit Probleme mit einem bestimmten Impfstoff oder einem bestimmten Pharmakonzern. Es gibt viel Misstrauen. Was wir wirklich brauchen, sind Menschen aus Gesundheitsberufen, die nach vorne treten und sagen, sehen Sie, ich habe den Impfstoff erhalten, dies sind die Vorteile. Wenn Sie Bedenken haben, sprechen Sie mit einem Fachmann aus dem Gesundheitswesen. In Deutschland hat der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wegen des mangelnden Vertrauens in seine Wirksamkeit bei älteren Menschen nach wie vor einen schwierigen Stand. Mehr als 1 Million Dosen des Impfstoffs lagen zuletzt ungenutzt herum. Bayern und Baden-Württemberg fordern nun eine Lockerung der Impfreihenfolge und wollen AstraZeneca-Vakzine auch ohne Priorisierung verimpfen. Das stark betroffene Tschechien will unterdessen den russischen Impfstoff Sputnik V auch ohne Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur und hat sich mit einer entsprechenden Anfrage an Russland gewandt. Es gibt Leute, die mir schreiben, dass sie den Impfstoff wollen. Es wäre freiwillig, warum also nicht? Wenn er sicher ist und in anderen Ländern der Welt verwendet wird, warum sollten wir ihn dann nicht hier verwenden? Und in Amsterdam hat die Polizei am Sonntag die jüngsten Proteste gegen den Lockdown aufgelöst. Seit Mitte Dezember gilt in den Niederlanden ein strenger Lockdown. Seit dem 23. Januar gilt zudem eine Ausgangssperre von 21 bis 4.30 Uhr. Im vergangenen Monat kam es immer wieder zu heftigen Protesten und Krawallen im ganzen Land.